Herzlich willkommen zurück zu Battle Brothers auf meinem Kanal. Hallihallo an YouTube. Herzlich willkommen, dass ihr immer noch da seid. Sehr schön. Da ich wieder letzten Sonntag, wir haben heute Samstag, letzten Sonntag das letzte Mal gespielt habe, muss ich kurz gucken, wo ich stehe. Wir haben noch ein bisschen Holz, das wir hier anscheinend nicht verkaufen können, der Erzfeste. Aber einen besseren Preis, glaube ich, machen, ne? Wenn ich so ein bisschen dann die Woche für mich Revue passieren lassen, dann ist das immer so ein bisschen, okay, wie geht's weiter? Also wir sind immer noch an dem Punkt. Oh, das ist, stimmt, das haben wir bekommen. Oh, macht mich schon ein bisschen an. Es ist zusammen aber schon 26 Fatigue, was er hat, okay. Wie geht's weiter? Und zwar würde ich sagen, also wir leveln ja gerade unsere Range-Dudes ein bisschen hoch, weil wir ja die Ambition haben. Wir haben hier noch jemanden Unbenannten. No! Wieso ist denn der unbenannt? Nee, Revels ist nicht unbenannt. Entschuldigung, Revels ist Revels 3000. Ich soll vielleicht mal Revels 3000 daraus machen. Dann ist mir das bewusster. So. Genau. Wir leveln unsere Dudes. Wir sind hier mit jemandem kurz vor Level 11. Er hat schon seit Ewigkeiten ein gebrochenes Knie, aber macht noch mit, Sacred. Guter Dude. Er könnte sogar, der reißt dann sogar die 90 Melee-Skill. Holy shit. Ziemlich geil. Ja. Also wir brauchen immer noch, glaube ich, dickere Rüstungen. Zumindest bei ein paar Leuten. Ich glaube nicht alle, aber du zum Beispiel, ne, hier Danjushka, du kannst auf jeden Fall dickere Rüstungen tragen. Ich meine, du bist schon bei 85%, aber da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr. Bei deiner Fatigue von 85, die du immer noch hast und bist ja Level 9, du kriegst das nochmal ordentlich Fatigue und HP. Und du hast sogar, also 73 ist ein Tank. Geil. Zumindest in meiner Welt, ne? Also, so, du warst in, genau, du kriegst nichts Nimble, wenn du weniger Damage kriegst. Also wir sind auf einem ganz guten Weg mit unseren ganzen Leuten aktuell. Wir bräuchten vielleicht noch ein, zwei gute Ersatzleute. Wenn wir dann austauschen können, wenn jemand verletzt ist. Wie gesagt, bei den Range Dudes arbeiten wir gerade dran. Wir bräuchten noch theoretisch einen Warbow. Wir haben jetzt einen mit einem Warbow. Und der andere levelt halt noch. Du bist Level 5, ja, du bist halt erst Level 2, du levelst halt noch. Warum hast du hier einen Speer? Hier, nimm mal den Dolch. Habe ich, glaube ich, keinen Speer, keinen Dolch gehabt gerade zur Hand. Du kannst hier das nochmal nehmen, um uns heilen zu können, im Zweifel. Achso, ja, nee, klar, du bist ja noch zwischendurch unser Stunner. Ja. Ja, Felix müsste man theoretisch irgendwann ersetzen, aber ich glaube, es ist inzwischen zu teuer, den zu ersetzen. Also den in Rente zu schicken. 1100 für die Rente, Alter. Felix, Mann, Felix, ey. Das ist der in, ein guter Battleforge-Tank hier nochmal mit HP, ne? Also der hat 70 HP und der hat minus 30%, also ja quasi 100 HP eigentlich. Ech, dammit. Hat er halt immer noch ganz gut Fatigue, ne? Obwohl er hier keinen einzigen Stern drin hat. Mal so Modo, du bist auch Battleforge. Also Battleforge ist wahrscheinlich bei vielen inzwischen. Ja, unser Bannermann. Du hast nicht mal Dodge gekriegt. Du hast ja auch keine Initiative. Ja, dann, ja, nee. Aber vielleicht um die Little Anticipation wenigstens geben, wenn du nicht weggesniped wirst, irgendwie sinnvoll. Ja. Wissen die Frage, was wir als nächstes. Oh, das sieht schon ein bisschen sexy aus, wenn die so geile Rüstung haben. Was wir als nächstes angehen. Du bist schon nimble sogar, Sono. 37, aber nur mit Schild 37. Wir könnten eine dickeren Hammer gebrauchen. Olam 55 bis 80, das ist doch ein bisschen besser. 3000. 3025 gegen Armor, das ist aber sehr, sehr viel besser. Fatigue minus 15, Fatigue minus 14. Es ist schon gar nicht so ein schlechter Paularm. 55 bis 85, 3040. Das ist halt eher auf dem Billhook-Level fast. Das ist so eine Stufe 2,5. Oh. Ja, aber gut, dann ist die Billhook trotzdem noch besser, außer von den Skills her. Was hast du für Skills? Das ist ein Speer zum Wegstoßen. Ja, dann nicht.
Dass es ein Speer ist, der 125% Effektivität hat, ist krass, weil er plus 10% Chance zu Hit kriegt. Was der Pilot nicht kriegt. Er kriegt plus 5. Oh. Ja, so ein bisschen die Frage, was, also, ne, wir müssen noch den letzten Level-Dude hier reinmachen. Der muss noch die Mastery kriegen. Moment, so rum. Die haben ja jetzt gerade die Mastery gekriegt, nur die Bow Mastery. Ach stimmt, ich wollte euch jeweils Overwhelm Bow Dudes machen. Damit ich mehr Overwhelm aus der Backline krieg. Gerade so gegen Orks und sowas, vielleicht gar nicht so doof. Das war der Plan. Sonst wird man wieder craften, das Heart of the Forest und sowas, muss man vielleicht ein bisschen was craften können. Hier kann man aber nicht craften. Training Hall, was war das hier für ein Auftrag? Stimmt, das war das Oracle für so super billig. Weil ich nicht ganz verstanden habe. Ich glaube, ich würde es einfach mal probieren, weil wir haben ja eh gerade gespeichert. Ja, Moment. Wait, Raven, safe. So, wir probieren das mal und müssen mal gucken, ob das gerechtfertigt ist oder ob die, also einfach ob die uns hier wenig bezahlen wollen. So, Oracle da. Let's go. Destroy a route enemy in the vicinity, conquer the Oracles from the Thousand Heavens. 1550 ist halt echt wohl in Ordnung vom Preis her. Oh. Bei den Southern Heavens haben wir aber hier unseren guten Dude brauchen. Da können wir nicht mit dem niedrigen Lowbob reingehen, um den zu trainieren. Aber wir werden hier die 70er, 75er Skills brauchen. Raiding Caravan. Sieht es in Gelbstadt aus eigentlich, wenn wir hier schon eh vorbeikommen. Ihr wollt das Holz für mehr Geld haben. Das finde ich eine gute Option. Route. Ihr kauft gerade Essen für viel an. Ah. Da will ich ja auch kein Essen kaufen. Das ist ein bisschen der Knackpunkt. Also ja, man könnte hier Essen verkaufen, aber müsste dann irgendwie in die Nachbarstädte gehen, um Essen zu kaufen. Das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Den kleinen Kram, womit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Und ich habe das Spiel übrigens auf dem Steam Deck probiert. Ich sehe das irgendwie nicht. Es ist halt einfach kein Controller-Spiel. Das ist so ein Spiel, was sich so gut mit Maus und Tastatur spielen lässt. Das will ich nicht mit dem Controller spielen. So. As the Oracle draws into view, a man who looks almost eerily similar to your approachers. He's got a paymaster and a couple of sellswords at his side. Evening, Captain. I'm Friso of the Dawnmark. I came to these lands in search of... Kurz geguckt, ob er die Tür zu ist. A search of crown, just as you have. Now I wager that fat nobleman wetted his pen in a mighty sound contract for you and your men. But what say you pay me 770 crowns and I'll help you in this little endeavor. Unless, of course, you want to offer my service to the other side. Okay, nee, wir wollen, dass er bei uns ist. Okay. Begin the assault. Wir haben some Mercenaries, die müssen aber auf unserer Seite sein, wenn ich das richtig verstehe. Conscripts und Gunner. Gunner sind halt Katastrophe für uns, so ein bisschen. Ihr sollt eigentlich nichts machen erstmal. Ich würde eigentlich gerne einen High Ground nehmen, aber ich glaube, dann kriege ich von denen direkt auf den Sack komplett. Moment, was war Ben der Dritte? Du schon, das Dodge hast du? Du hast jetzt 48 Melee Defense. Wie viel Skill hast du? 60. Ist aber eigentlich jemand, den ich glaube ich behalten will, wenn ich das hier so sehe. Mit einem Stern und zwei Sterne da drin. Fragweise will ich hier eine Seite aufbauen. Ich glaube eher nicht. Hier außen rum schön arbeiten. Nehme ich auch. Das nehme ich auch. Huhuhuhuhu. Ihr habt da nicht gut nachgedacht mit dem Schritt nach vorne, oder? Also ich werde hier schön alles breit machen wollen.
Ja, du gehst auf Rotfeder. Rotfeder sollte eigentlich ganz gut alleine zurechtkommen. Ihr könnt da oben die Jungs machen. Die Kanoniere selber zu killen wäre ganz geil, weil die halt ordentlich viel Kohle bringen, die Waffen. Wartest mal noch. Du bist ein Mercenary. Du bist unser Masumodo. Nachdem du hier oben mit durch kannst. So. 44. Ist ja nicht so viel. Schade. So, dann übernimmst du mal den. Und du hilfst ihm, würde ich sagen. Du bist unser Sotilok the Greedy. Da hoch kommen wir nicht. Aber wir können mal hier versuchen zu deffen gegen den, damit die Gunner nicht noch näher rankommen. Das ist der Plan. Schade. Boah, das zählt das Hindernis. Dann den da. Schöne Range-Hits hier, schöne Range-Hits. Ja, dass ihr das macht, war mir fast klar. Okay, und da kommen die Rangies von ihm. Oh, das ist jetzt schlecht. Du blockst das da, ne? Dann hilfst du mal noch hiermit vielleicht. Wenn wir den hier wegkriegen. Haben wir einen Overwhelm-Stack. Falls er stirbt, können wir da noch weiterlaufen. Oh, what? Irgendwie hier auf alles geschossen. So. Hier ist jetzt jemand davor. Sehr unangenehm. 41. Hier 82. Zack. Schön die Leute außenrum gut machen. Das magst du Tilux irgendwie nicht mehr. Ja, jetzt ist da doch jemand im Weg. Also weil ich von weitem da oben geschossen habe, ne? Hä? War doch gerade freie Schussbahn. Von der Reihe. Oh, das ist. Ja, so Tilux da ist irgendwie ungünstig. Der kann ein paar Hits nehmen mit seinem Zeug, aber. Hey, warten mal kurz. Lassen so nochmal so weit rumlaufen, wie es geht. Müssen halt in ihre Backline ran, sonst wird das alles komplett zernichtet. Wieder keine Axt-Dudes dabei, ne? Hallo. Ohne 50er nicht treffen, ey. Sehr schön, Xeli. Sehr schön. Wir blocken mal und machen nach hinten hier Work. Und da vorne treffen wir nicht so gut. Schade. Okay, du kannst nicht mehr, weil er nicht gestorben ist. Aua. Jetzt habe ich einen 60, da ist eine. Zack, machen wir den da raus. Damit die da oben weiter rumkommen. 43 ist halt echt doof, aber wir versuchen es mal. Oh, die daneben getroffen. Das ist auch okay. Für mich. Die haben. Oh, ho, ho, ho. Der hat einen Gunner da hinten gekillt. No!
Ja, ist der Tilux, holt er schon oben die Leute. Aua. Fallen böllern die ihren eigenen Mann da um. Au? I guess. Das war zum Glück keiner von meinen, aber. Aua? Also denen geht's auch nicht so gut. Nur mal ehrlich. Da hat Fearsome getriggert, sehr gut. Wer ist denn noch dran? Du bist noch dran, du bist noch dran, du bist noch dran. Wir könnten, glaube ich, zumindest einen näher rankriegen. Gehst mal hier hin. Ich würde sagen, du gehst mal mit hier ran. Dann haben wir dich näher dran. 13, 13, dann brauchst du auch nicht zuhauen. Batz! Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, du musst mal hier ausruhen, weil wir wollen an den da hinten ran. Der bin ich jetzt irgendwie suboptimal. Nee, das geht. Wieder hat den daneben getroffen, Alter. Die finishen immer beide angeschossen auf dem Feld, ey. So eine Frechheit einfach. Stunned? No. Aber das sieht zumindest sehr, sehr gut aus. Das ist 17 gegen 6. Also, mal ehrlich. Das tut das auch noch eine Weile aushalten. Nicht alle da hinten rumlaufen. Schön verteilen. Schön aufspitzen. Ja, die ignorieren meine irgendwie. Das finde ich ganz gut. Da hat Fearsome getriggert und er hat jetzt genau auf einen geschossen. Wow. Wow. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie ich glaube, da will ich lieber Sacred reinstellen. Ja, so. 95. An Lacko. Aber der 80er hätte dann. Ah, das ist auch so rein. Ich hab keinen Bock mehr. Sehr gut, dann kann ich mich hier hinstellen. Dann kann ich das Ding für mich erobern. Weiter auf den. Der hat irgendwie nicht so viel gemacht, die Runde. So, noch ein bisschen die Leute umstellen. Batz! Ja, die haben sehr viel abgesnackt von meinen Kills, muss ich mal so sagen. Auch der wird wieder abgesnackt werden, so wie ich das sehe. Meine schönen Kills. Auf den Kopf. Natürlich den Kopf getroffen. Was auch sonst. Als ob der wieder nicht stirbt. Ich krieg einen Anfall. Upp. Nee, nee, random down. Wir wollen ja alles an Loot haben, was wir kriegen können. Bei mir immer noch? Behinderung? Nee, aber nicht. Komm schon. Yes, mein Kill. Hier haben wir Behinderung. Das ist schlecht. Ich wollte gerade sagen, die werden jetzt wohl nicht Leute rund machen. So, ihr geht dann hier hoch.
Eigentlich gehst vor allem du hier hoch, ne? Dann hauen wir sie einfach. Der Rotwehr ist ja gar nicht... Okay, never mind, der hat eine gute Hitchance. Dann gehst du hier hoch. Schatz. Sehr schön, noch ein paar Kills wenigstens hinten raus mitgenommen. Sonst wäre das echt wenig XP gewesen. Ah, aber eine Kanone haben wir auch noch gesnackt. Geil. The enemy is defeated, the oracle reclaimed. The crowd of the faithful slowly trickle in. Passing by the dead, so they may prostrate themselves at the holiest of spots. Not a one say thanks to you. Not that it matters, that's Count Manfred von Gotha's job. A troop of northern soldiers passes you on your way out. Each of the fighters regarding you with sneers and jeers. Wir hätten vielleicht doch unseren wahren Dude nehmen können. Und das ist ein Achievement. Under new management. Wir haben eine Holy Site eingenommen. Ich bin jetzt sehr auf Nummer sicher gegangen diesmal. Aber ja doch, wenn der Betrag auch niedrig ist, kommt da nicht viel an Gegenwehr. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ist sie immer noch? Ja, wäre immer noch. Wir könnten theoretisch hier zum Nachbarort gehen und da Sachen einkaufen, weil es da Wein gibt, aber machen wir jetzt glaube ich nicht. Weil tatsächlich lohnt sich dann vom Einkauf, Verkaufspreis. Wir haben hier vielleicht noch was. Ich überlege, ob ich den Trader wirklich beibehalten will. Den Search auf jeden Fall und das schnell laufen auch. Oder den Scavenger nicht. Weil der fühlt sich nicht ganz so krass an. Was ist hier los? Brigands mit Brigand Leader. Bei einer Trading Caravan? Es sind 12. Und es ist Nacht. Das sind mir meine... Also wir sind komplett geheilt. Kann man eigentlich schon versuchen, oder? Komm. Mit Karawane. Ich sollte ein bisschen Akro ziehen. Oh Gott, ihr seid ja gar nichts. Ja gut. Ich soll dann Yushka direkt übrigens auf Nahkampf gehen, wenn es eh Nacht ist, also sogar ist er dann doch nicht im Werfen. Wir müssen anscheinend ein bisschen scouten, so wie das aussieht. Oh, wir haben wirklich nicht voll repariert. Keine voll reparierte, Rüstung. Okay, ihr habt auch noch eine Karawanenhand dabei, die gut ist anscheinend. Wo ist denn der Leader? Den sehe ich noch gar nicht, oder? Steht wahrscheinlich noch irgendwo dahinter. Masumodo, 40 Defense. Go. Ja, wie gesagt, du wirst nichts treffen können. Du gehst direkt hier. Stunboard, let's go. Schön dahinter stellen. Du gehst einen Schritt weiter vor oder nach oben. Damit sie ein bisschen mehr auf dich gehen. Weil du unser krasser Megatank bist. Und hier habe ich halt 52. Hm. Sieht halt schwierig aus. Sind wir ehrlich. What? Der hittet aber. Mit einer 28. Mhm. Also die werfen ganz schön viel dafür, dass sie einfach nur fucking Brigands sind. Und logischerweise kommen sie dann noch nicht so richtig. Denn sie da hinten eine ganze Armada haben von Leuten. Der war wechselt sogar auch auf Wurf-Ex, ey. What the fuck? Da ist der Leader. Jan und the Snake. Du bist doch am Werfen gerade, auf Wurfsachen. Ja, was seid ihr durch versteckte Schweine? Ihr habt euch alle versteckt. 45. Nice.
Ach, mir doch nicht direkt den Platz ein. Gut, jetzt rennen die Karawanenhändler halt vor, ne? Ich wollte gerade sagen, die müssen jetzt verteilen, die müssen jetzt die Duelle eingehen. Und ich denke, die Duelle sollte ich hoffentlich gewinnen. Ja, das ist sehr gut, dass auf den werft. Das ist mir nämlich wurscht. Der ist ein Problem. Die Zweihand-Sachen, ne, gerade so mit Hammer und so. Problematico. Gegen 17. Aua! Wieder der eine Karawan-Dude. Mir dann egal. Okay, du gehst hier hoch und bist dann für nächste Runde Position. Hoffentlich. Problem ist ein bisschen, müssen die Karawan-Dudes sterben. Aua! Okay, du gehst dann da rein, dann nehmen wir dich hier. Wenn die Karawan-Dudes sterben, dass wir dann andere Probleme kriegen, weil sie die Gegner in Confident werden. X. Nehmen wir Sacra noch rein. Batz. Hier können wir ja wieder schön aufeinander glucken. Batz. Ja. Erstmal den Zweihand-Dude rausgenommen von den. Oh, ja, Gott, das ist halt. Ne? Er war ein. Au! Das ist ein absolut. What? 39er. Ey! 35er. Sacred muss da irgendwie aus dem Shit raus. Der steht hinter der Spearwall und das sind den Leuten allen egal. Alles egal. Alter, ich sehe ein Problem auf uns zukommen. Den erstmal overwhelmen, weil wir sonst nichts tun können. Dass die ganzen Rangies von ihm so hart treffen bei Nacht, das ist ja eine absolute Frechheit. Ich dachte, das wäre ein easy fight jetzt. Ist aber irgendwie kein easy fight. Ach, wieder ein 60er nicht gehittet, ey. So, warte mal, es ging doch hier. Da, so ist ein bisschen heller. Da ist ein Gegner. Das ist kein Gegner. Schneiden wir den hier mal auf. Hier ein 95er, jetzt let's go. Du bist nicht mehr gestunt, ne? Bin ich doof. Können hier rein moven mit Felix. Ne, können wir nicht, weil der geblockt ist, ne? Wir machen mal hier B an. Da. Haha. Können wir hier rum, dann gehen wir bis zu Tillux hin. Dann gehen wir mal mit dem noch weiter außen rum. 63, 79, schade. Ist der im Shield wollen? Der ist am Shield wohnen. Ha? Hook? Wir gehen Hook auf den nicht. Das geht, aber Hook geht nicht. Two ties away, das ist hooked and pulled. Du hilfst dir. Achso, du brauchst Space, ansonsten geht's nicht. Okay. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. So. Geh mal hier noch runter. Jetzt hat er den Leader da reingeswitcht.
Wir schießen jetzt nicht mehr auf Sacred, ey. Der hat hier, glaube ich, mal komplett reingesplittet. Fangen die jetzt auch an zu dolchen? Als ob die jetzt auf den Loot gehen. Ach, Karawan hat, ich wollte gerade sagen. Oh. Ist uns eklig geworden. Au. Ben ist tot. Ach, der war zu low-levelig für den Kampf. Scheiße. Scheiße. Ja, dass der da rankommt, war fast zu vermuten. Ach, shit. I have the fiend, I did a little oopsie there. Ja, da komme ich nicht mehr runter. Der ist, glaube ich, schon im Rennen da unten. Wir müssen aber hinten unsere Leute verteidigen. Wir haben unsere Backline hier ein bisschen ein Problem allein gelassen. Kannst du jetzt bitte sterben, danke. Du bist der, ne? Geh doch nicht nach vorne, wir haben hier ein Problem. So, du bist einer mit einem Zweihänder. Yes, wieder einen aufgeschnitten, sehr schön. Du bist irgendwie... Herr, eklig. Problematischer. Dann lassen wir dich halt ausbluten. Kann ich bis dahin? Nee, bis dahin darf ich nicht und noch attacken. Hier darf ich aber theoretisch noch attacken. Nein, live ist schon getriggert. Ach du, ernst ist nicht. Ich habe kein Footwork AP mehr, aber ich habe ja Footwork eigentlich generell. Jetzt bin ich wieder als das ist wieder sacredes Ziel, ne, von den ganzen Range Dudes. Habe ich so das Gefühl zumindest. Ja, Mist Sacred, holy shit, ey. Als ob du jetzt mir den Kill snackst, ich wollte gerade sagen. So, erstmal den Footwork-Skill nutzen, nachladen. Das war's. Mehr können wir nicht tun. Ihr seid beide am Werfen, theoretisch. Geben wir erstmal dir einen so mit. Bin ich gekillt. Karawan. Ho, Karawan-Hand ist okay. Da habe ich wenig Schmerzen mit. Damit habe ich Schmerzen. Ach, ist auch Karawan-Guard, das ist ne, dann habe ich doch keine Schmerzen damit. Sehr gut, der blockt sogar für meinen Rangy. Das finde ich eine gute Option. Das finde ich eine sehr gute Option. Ich steche jetzt einfach ab hier. Den Dude da. Meine Shield Wall. Hätte vielleicht doch nicht auf den Nahkampf ransteppen müssen. Wir gehen mal hier mit unten hin. Komm schon. Ach, der ist schon im Rennen. Der ist schon am Rennen. Das heißt, du steppst hier mit rein und machst den. Der hier ist, glaube ich, ekliger. Erstmal zum Bluten bringen. Richtig schön. Wie schön ein Abbluten. Wieso darf ich den nicht hauen? Aber der durfte... Hä? 52... Ah, 85. Batz. Der hat auch keinen Bock mehr. So. Gehen wir hier so, glaube ich, in die Backline. Au. Noch so ein Hit, der ist aber tot. Au.
Okay, die können echt gut hitten inzwischen. Aua! Nicht nett. Moment, hier ist noch ein Melee-Dude. Wir müssen mal kurz warten. Ich dachte wieder, das wäre völlig machbar, aber... Nope. Okay, der rennt, dann können wir nämlich hier rein und nochmal pieksen. Der rennt. Dann gehen wir mal hier hin und hauen den. 18, 26. Schieß halt einfach. So. Und wir kommen wieder mit unserem Bannerträger rein. Ach, der macht den da jetzt an. Tja. Ist ja halt wieder blockiert, ne? Wie immer. Das ist das typische Problem. Erstmal den zerlegen, der hier meine Leute versucht zu killen. Der rennt ja auch schon hier in der Mitte. Du rennst noch nicht. Schade. Geh mal einen Schritt raus mit Sacred, damit er hier nicht noch stirbt. Dürft nicht mehr so weit schießen dürfen. Hier, 53. Zack. Arschkicks. Rennt man nicht weg vor mir? Da ist da doch ein Danjuschka in der Nähe. Sie haben bis jetzt nur Ben verloren. Ey! Rennen die einfach durch die Kante. Ich glaub, es hackt. Na, dann komme ich ja dran. Wir warten mal kurz, wie sich das hier alles entwickelt. Du rennst noch nicht. So, du rennst jetzt auch. Sehr schön. Oh, da war ein guter Hit dabei. So, du bist, hast auch noch irgendwie Bock aus Gründen. Dich darf ich aber hauen, dafür, dass du versuchst wegzurennen. Stirb mal an Verbluten. Und du rennst mal bitte nicht so weit weg. Wir haben gar keine Hunde eingesetzt, ne? Wäre vielleicht smart gewesen. Ach, dich kriege ich aber auch noch. Klauen wir wieder die Kills, die Schweine. Die Schweine klauen wir die Kills. Oh, da darf ich nicht hin. Darf ich nicht drüber hauen? What the fuck? Na gut. Von allen Seiten verprügelt die Sau. Nope. Ah, der hat noch Bock zu kämpfen, okay. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, auf wen wir jetzt schießen. Dich. Batz. Unser Kill? Ach, dammit. Müssen wir kurz hier blockieren, dass sie den nicht snacken. Der ist noch am Fighten hier oben. Let's go. Jetzt ist er nicht mehr am Fighten. Aber das hat sich auch erledigt. Sehr schön. Also ist unser Bender gestorben. Das ist echt super optimal. Wo ist denn jetzt noch einer? Da ist noch einer. Ist nicht mehr. Ja, also, Moment, Ben hat überlebt. Minus 40% Damage inflicted. Moment, nee, Brain Damage! Brain Damage! Nice! Plus 15% Resolve. Experience Gain Initiative. Das ist ja wurscht. Brain Damage it is. Das behindert uns nicht in unseren Kampfstats. Oh. Wait a second. Ich mach mal sowas raus. Wir werfen mal zum Beispiel die Stufe 2 davon mit, wegen wertvoller. Dat.
Das ist ganz wertvoll, das ist wertvoll. Horse Spear ist, glaube ich, auch ganz okay wertvoll. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die halt wieder mitgenommen werden. 1, 2, 3, 4. Sieht eigentlich ganz, ganz gut aus. 5, I guess. Oh, 5. So, die Oberreihe nehmen wir noch mit. Lief. Okay, das war ein relativ verlustreicher Kampf dafür, dass wir bloß mal kurz was mitnehmen wollten. Was hast du jetzt schon für Perks? Wollen wir dir Fearsome geben für den Moralcheck? Die habe ich aber nicht das Gefühl, dass sie wirklich viel machen. Berserk könnte uns tatsächlich ein paar mehr AP geben, um nochmal nachzuladen und ein bisschen schneller zu schießen, theoretisch. Also wenn wir zum Beispiel schießen, nachladen und Berserk hatten, wenn wir gekillt haben, können wir nochmal schießen. Oder wenn wir halt nachgeladen, geschossen haben, können wir nochmal nachladen. Also wir könnten da unsere Action Economy ein bisschen fixen. Killing Frenzy, mehr Damage, wenn wir gekillt haben. Könnte auch geil sein. Und vernehmen wir jetzt mal den 90er Range Skill. Wir haben Dodge, deswegen können wir die 6 Inni mitnehmen. Die sind schon ein bisschen sexy dann. Und den 3er Melidev, I guess. Bei dem den Melidev brauchen wir eigentlich nicht. So wirklich, dann über Range Dev, glaube ich. Da wird nicht gesnackt werden. Dead Eye, ja. 90er Range Skill haben wir jetzt erreicht. Sehr, sehr schön. Headhunter. Nimble bringt uns, glaube ich, nichts. Quick Hands. Theoretisch. Patient, Relentless. Ich habe eine Dodge nimmst, ist Relentless mitzunehmen schon smart. Hier, da. Ein bisschen Fatigue kriegt er doch. Accumulated. Berserk, Headhunter, Underdog, Lone Wolf, Overwhelm, Reach Advantage. Also das hat nur bis zum nächsten Turn ist das irgendwie doof. Mein Melee Defense bis zum nächsten Turn. Oh, nevermind. Ich dachte, ich würde immer Fearsome. Mit die Moralchecks häufiger triggern. So, und Revels kriegt auch ein Level Up. Hier, sehr schön. Ich muss ein bisschen Resolve fixen bei ihm. Auch hier werde ich wieder plus 5 nehmen für den Dodge, weil die plus 3, glaube ich, wertvoll ist, ist die plus 5 für Dodge. Wir kriegen ja, Moment, bei Dodge kriegen wir 15%. Das ist eigentlich also irgendwie 0,75 für die 5 Punkte, dann ist das ja viel besser. Und fix ein bisschen. Bullseye auf jeden Fall, um eventuell Leute raus zu snipen. So, jetzt müssen wir aber jetzt mal dafür sorgen, dass wir uns ordentlich erholen. Halt, wir würden hier hoch, um Sachen einzusetzen. Und kurz das Inventar ausprobieren. 140er Helm, 60er Rüstung, die brauchen wir glaube ich nicht reparieren. Hier habe ich auch ein Stufe 1 Schwert, dich können wir reparieren, dich können wir reparieren, dich können wir reparieren. Auf jeden Fall die. Ich. Ja, und euch beide brauche ich. Die Schilde reparieren. Let's go. To return to Erzfeste. Unser erster Beitrag, by the way. Sinnvoller Beitrag zu dem Heiligen Krieg. Das erste Mal, dass wir bei dem Heiligen Krieg irgendwas mitgemacht haben. Well Supplied ist hier gerade. Was geht denn hier ab? Well Supplied. Haben wir ordentlich Minus gemacht, weil wir 700 für den Dingens bezahlt haben. Ich nehme auf jeden Fall einmal das mit und jetzt verkaufen wir vielleicht mal hier ein paar Sachen. So. Die haben wir, reparieren wir die hier nicht. Ich denke, die kann man auch reparieren. Den brauchen wir nicht.
60 bis 80, ich glaube, da haben wir das halt als Reserve, das können wir dann verkaufen. Also wir sind überhaupt 17, das ist gar nicht so gut, die Verkaufspreise, wir sollten das hier nicht alles wegscheffeln. Das können wir noch kurz verkaufen, weil das bald kaputt geht. Alles bald kaputt, mein Essen ist problematisch gerade. Haben wir 4 Tage Essen. So, wir müssen ja Ben jetzt nicht ersetzen, das ist ja perfekt. Erstmal darauf einheben. Wir brauchen, glaube ich, immer mehr, mehr Stuff. 30% mehr bezahlen für Rüstungen. 210er Rüstung. Also wir hatten, glaube ich, mindestens eine Person, die noch eine richtig dicke Rüstung gebrauchen kann. Wer war denn das? Achso, ihr habt jetzt alle hier irgendwie... Damage Inflict ist sogar kind of okay. War das Rotfeder? Nee, Danjuschka war das, oder? Ja, Danjuschka war das. Er könnte deutlich mehr als 160 tragen. Ja, wäre der so ein Kandidat für so eine 200er Rüstung auf jeden Fall. Minus 26. Der ist schon minus 18. Ungefähr. Light Scale Armor. Scale Armor. Vielleicht direkt 5000, ne? Statt der hier. Reinforced Mail Hauberk. Bei wie viel ist die? 240. Wir kommen auf 230, wenn wir das beides zusammen kaufen. Mail Patch und Reinforced Mail Hauberk. Wenn ich das richtig sehe. Oder halt dickere Helme. Helme haben glaube ich auch nicht so dicke bei Danjuschka, der hat nur 140er, ne? Ich glaube Helme sind fast sogar noch ein bisschen wichtiger, oder? Was haben wir hier denn? Das ist 140, das ist 210, 180. Minus Vision 3. 265 minus Vision 2. 230. 150. Ja, bei sowas sehe ich uns doch irgendwie eher, oder? Hey, Helme? Ne, Helme kann ich nicht anmalen, ne? Nur Schilde war das. 250er Helm noch für den Danjuschka. 3000. Ja, ich würde sagen, wir gönnen uns den jetzt. Und der Danjuschka kriegt jetzt den Mega-Fetthelm. Mit dem ich der dritte, der nur so einen Mega-Fetthelm hat. Ich glaube, andere brauchen keine 140er-Helme. Doch, du könntest noch einen 140er-Helm gebrauchen. Hier, zack. Felix kriegt auch nochmal einen dicken Helm. Ja, wenn du hast noch überhaupt keine Defense-Skills so richtig. Deswegen ist es vielleicht blöd gewesen, dich da irgendwie vorne einzusetzen. Wäre smart gewesen, eher dich die Frontline zu setzen, mal so im Modo. Obwohl es euch ja allen jetzt schlecht geht. Gibt es hier einen Tempel? Nee, ne? Hier gab es keinen Tempel. Hier gab es keinen Tempel. Dich habe ich schon ausprobiert. Dich haben wir ausprobiert. Dich nicht. Dich haben wir ausprobiert. 2 Sterne auf HP und 2 Sterne auf Defense. Es wäre halt schon spannend. Aber halt keinen auf Fatigue oder so. Also wir müssten hier auf Nimble Dodge gehen. Da fährt er, glaube ich, gar nicht so viel. Ich würde gerne Diebe haben, so eine Diebesbande, da sehe ich mich irgendwie. Aber wir haben ja wieder nichts gekriegt an Quests. Gehen wir wieder in Westholz gucken, da können wir zum Beispiel ein bisschen Holz kaufen. Was da so abgeht. Die mochte uns, glaube ich, auch ganz gern. So, hier können wir auch craften, das wollten wir sowieso. Poisoned Oil. Als ob mit dem nichts geht. Nö. Mit dem geilen Heart of the Forest kann ich nichts machen. Wow. Ich glaube, ich werde das Poisoned Oil mal craften, damit ich die einfach mal weg habe, weil es nur einen Slot im Inventar wegnimmt. Weil sonst brauche ich das irgendwie gefühlt für nichts. Paint Remover, Orange and Red Paint. Iron Will Potion, Black Paint.
Aber das können wir eher verkaufen, anstatt da Black Paint draus zu machen. Let's talk money. 850. Cargo to Erland. Sandwick. Das könnte man machen, während wir heilen. 1500 ist auch relativ okay. Move to Oracle and defend against Southern Heavens. Oh, geil. Gib mal das raus. Das ist gar nicht so günstig hier. Zinnerpreis. Ich würde erstmal gerne Sandwick machen, während wir heilen. Wollen wir über Tannheim laufen? Weil da gibt es ja auch nochmal Holz. Müsste doch gehen, oder? Minimaler Umweg. Mal gucken, ob wir da noch einen guten Preis kriegen. The fuck? Remember me from Berger? We talked about, well, I don't really remember, but here we are, let's drink. How have you been faring? Lass mal den Leuten gute Laune antrinken lassen, ey, what the fuck. Ein Historiker. Killer on the run. Der kann, glaube ich, kann der gut sein? Gar nicht so gut. Wir fallen keine großen, Resolve. Resolve ist 25, 35, ist eine Katastrophe. Nee, das sehe ich uns irgendwie nicht. Auf nach Granitschanze. Mal sehen, was da so geht. Achso, da kommen wir nachts an, ne? Dann können wir, glaube ich, direkt nach Dammwald weiter. Vielleicht nochmal dort Holz mitnehmen. Brauchen wir nicht pausieren. Wir eh bloß moven. Es ist so viel Wald ist an dem Weg. Ist echt fies. Dadurch ist man echt arschlangsam hier durch. Ihr habt doch alle einen Arsch offen. Aber hier einen 21er Verkaufspreis. Da sehe ich uns ein bisschen. Da sehe ich uns ein bisschen. Hier einen Ersatz. Die können wir verkaufen. In Two-Range Mace, das wäre ein Backline Stunner, wäre eigentlich auch ganz witzig. Das können wir verkaufen, einen. Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir nicht. Haben wir nur noch eine davon, brauchen wir auch nicht mehr. So viele Helme. Ich behalte nur zwei Helme pro Art, oder? Zwei als Ersatz. Ja. Jetzt haben wir es verkauft. Hier können wir noch eins verkaufen von... Also das Feichern brauchen wir natürlich auch nicht. Ja. Ja. Das wird aber gleich schlecht. Das alles wird gleich schlecht. So, Provision haben wir dann auch wieder. Ein bisschen Geld gemacht. Hier irgendwelche Dudes, hier könnte man... Brauchen wir denn noch? Wir bräuchten schon Frontlider und da sind die Holzfäller schon ganz gut, weil die echt viel HP haben können. Die sind aber schlechte Dodger. Die sind jetzt hier nicht so wahnsinnig. Moment, der fängt bei 54 an und hat 3 Sterne. Das heißt, er kriegt im Average 35 drauf. Ist er bei 89. Plus minus 10 Resolve. Irr. Wen hatten wir denn jetzt hier als das Dingens? Du bist ein Bowyer. Poacher. Hunter. Ja, der Bowyer ist halt, kann auch ganz nett sein. Weil der irgendwelche komischen Events kriegt, angeblich. Bisschen günstiger. Minus 10 gegen Ander, minus 10 gegen Greenskins. Wow, du willst halt gar nichts fighten, aber du hast unfassbar viel Resolve. Fatigue.
Combo Resolve. Und hast auch sehr viel HP. Aber low melee skill. Alter, der könnte schon wieder sehr viel tragen, also sehr schwere Sachen anziehen. Noch mehr HP. Maximale Fatigue. Aber dafür die Inni. Ja, Inni brauchen wir eigentlich nicht so sehr. Wir haben alle kaum. Du hast sogar noch hier Defense. Uff. Swift. Yo, what? Das Range Defense. 903 Sterne. The fuck? Ja, du bist ein HP, wäre aber besser. Nee. Ist nicht ganz so optimal, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, kaufen will ich hier gar nicht. Oder das ist alles arschteuer. Wenn ich hier schon Essen kaufen muss, ist schon eine Tragödie. Ich kann dann, glaube ich, mal das Ding hier auseinandernehmen. Hier die Ex-Encampment. Ja, aber ganz so erholt sie unsere Leute noch nicht wieder. Card Arm, 1-4 Tage. Oh, schade. Ich hätte vielleicht mal das 9 Lives auch für meine Leute scannen, für die wichtigen Obrigans. Genau auf dem Weg, wo ich hin will. Mit Brigand Leader. Aber ihr lauft weg, okay. Dann ist fein. Dann kriegt ihr mich nicht, von dem man wohl in die falsche Richtung läuft. Tschüss. We are way, way, away. So. Moment, warum wird der Sachen. Warum werdet ihr nicht repariert? Das ist doch Quatsch. Und du auch. Wir wollen nicht ja ordentlich teuer verkaufen. Die Handelskarawanen hier. So, 850, dankeschön. Hier werden Trade-Karawanen überfallen. Wir verkaufen euch wieder unser Holz. Können immer ganz gut gebrauchen. 940, Driver bring a 30x Encampment. Ja, guck mal, kriegen wir sogar Geld für. Nur das Problem, dass wir noch nicht erholt sind komplett. Also wir haben ja jede Menge Leute noch mit Verletzungen. In wenigen Tagen erst heilen. Ups. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich so eine Frontline machen will, wie ich sie jetzt habe, oder ob ich eine Aufteilung will. Von wegen, du dahin, da, 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 es geht nicht ganz. No, es ist nicht symmetrisch, es kann nur so symmetrisch machen. Dann muss aber Xeli und Sotilux die Seiten halten. Vielleicht du mit, aber du bist dann halt so weit außerhalb, das ist echt doof. Wenn dann Sacred wäre eine Option. Achso, ja, du kannst nochmal in die Frontline, dann geht's vielleicht anders aufzuteilen. Dann haben wir hier nämlich noch einen Platz frei. Dann müssen wir das so machen. So, und du bist halt noch, Ben ist noch sich am Erholen. Nachdem der völlig verknüppelt wurde. Was sind das hier? Rest is sure, 660, 3000 insgesamt. Conquer the Fallen Star from the Southern Heaven. Das wird schwierig sein. Das wird schwierig sein, Conquer the Fallen Stars. Wenn die Noble-Leute machen es auch jeweils für sich. Oh! Letztens hat nämlich hier dieses Haus, also den Holy War, das da besetzt. Ich glaube, ich würde eher lieber das hier haben wollen. Drive of Brigands at 30x Encampment. Kann ich bei euch irgendwas kaufen, was so. Ugh. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. 1 to and 4 days. Between 1 and 4 days. Da hinten. Wir werden jetzt erstmal durch den Sumpf latschen müssen. Das ist richtig gut, mit verletzten Leuten durch den Sumpf zu eiern. Wir wollen tagsüber angreifen. Wir wollen hier nicht bei Nacht angreifen. A few bring marksmen, many bring raiders, engage. Das ist doch eine machbare Herausforderung, hoffe ich. Und wir sind sogar schon oben. Gut. Ja, wir sind oben.
61? Versuch mal. Dum, dum. Dum, 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 dum. 52? Yes, Hit. Evils macht da schon mal Damage. Nicht gut. Wir haben, glaube ich, ja, wir haben zwei Leute mehr, aber wir haben nicht so eine Frontline wie sie. Ich glaube, die haben halt nur zwei Leute hinten. Wir haben irgendwie deutlich mehr Leute hinten stehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf die Leute drauf und pieksen rein. Und ordentlich zu. Schweinerei. Schweinerei. So, du hältst mal die beiden auf. Und du wirfst das dem jetzt an den Kopf. Gerade. Dann machst du das. Finde ich gut. Können wir den nochmal pieksen? Ja, geil. Du gehst hier vorwärts. Nice. 61, let's go. Schade. Hey, 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 nicht hier auf irgendwelche Backline schießen. Blöde Frechheit. Verboten. Da unten drauf schießen. 42. Arm of the Shield Distance of 5. Nice. Sepp trifft wieder gut. Der trifft nicht so gut. Könnte daran liegen, dass der das Range-Schild hat, würde ich sagen. Das ist ein Stunner. Macht halt gar kein Damage. 16, 30. Da können wir einfach den gezielten Schuss machen. Dann nehmen wir dich hier. Finde ich auch okay. Hey, nicht werfen. Nicht auf den Arm Danjuschka werfen. Okay, die ignorieren. Haben irgendwie keine Waffen, die Armor ignorieren, oder? 30. Hm. Dann machen wir das so. Links mit dich halt jetzt tot. Tö. Perfekt. Du gehst jetzt mal hier in die Backline zu Tylux und machst dann die Rangies platt. So, du rennst schon. Will ich eigentlich nicht pullen. Dann hau ich lieber auf den und treffe halt trotzdem nicht. Dann hau ich lieber auf den und treffe halt trotzdem nicht. 25. Ugh. Ich habe auch 25 auf den hinter Deckung, ne? Also. Dann halt auf den mit 50. 50. Jawohl, endlich ein guter Hit. Wird hier rumgetauscht, die Schweine. Hier geblieben. 46. Yes, nice. Eure Backline fällt übrigens zusammen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Batz, batz, batz. Nice. Und der nächste blutet auch. Yes, let's go. Oh, der hat eh nichts mehr zum... Wir haben auch keine Aktionspunkte mehr zum Wechseln. Ja, hast du auch keinen Bock mehr. Who could have guessed? Dass es so ausgeht. Bis du da durchlaufen willst. Easy. Hm. Yes! Nice.
Kurz die Leute noch abschnitzeln. Schade. Guten Tag. Natürlich dürfte auch noch einen Kill machen, finde ich gut. Bruno hat leider keine Ausdauer mehr. Und der Yoshka muss wechseln. Deswegen hat er auch keine Power mehr dafür. Da ist ja noch einer. Hallo, ah, du willst ja nicht mehr kämpfen. So ist das manchmal. War einfach kein Glück. Sehr schön. 200 XP teilweise. Das ist sehr geil. Und mit den Schulterplatten gekriegt. Yummy. Das finde ich gut. Hast du irgendwelche Level-Ups? Nope. Aber die Schulterplatten? 65. 79, aber die könnte ich auf die besseren machen, damit ich nicht so eine krass fette, teure Rüstung kaufen muss. Würde ich sagen. Das war ein guter Auftrag. Der hat uns wieder schön in der Economy vorangebracht. Und gut XP gegeben. Daraus habt ihr keine Ambush Trade Routes mehr, kann man jetzt hier Sachen kaufen. Ja, geht so. 155 ist besser als vorher. Ja, jetzt habt ihr aber auch einen schlechteren Verkaufspreis, ihr Schweine. Ihr kleinen Schweinchen, ne? So läuft das hier immer. Aber zumindest die billigen Sachen kann ich, glaube ich, trotzdem verkaufen, damit ich Platz im Inventar habe. Hier sowas. Da der Kram. Sowas da. Hier diese komischen Low-Stun-Dinger. Ja. Das da. 103. Das brauchen wir auch nicht mehr. Sowas. Use code your weapons and arrow tips. Ich beleg gerade. Hat noch jetzt gerade auch noch ein Poison hergestellt. Ja. Und der Rapknecht Poison can be used to code your weapons and arrow tips. Blast of Oil, Lace with Concentrated Webknecht Poison und das ist Flash of Spider Poison. Macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube einfach mal nicht. Er trifft gut, du triffst ganz gut, ne? Ah, aber du hast einen Ersatz. Du hast ja gar keinen Platz mehr drin. Dann können wir nur dir noch geben, Poison. Duscht ganz gut mit 90er Skill. Mal sehen, ob das funktioniert. Hier, du hast keine Heilbums mehr. Sollten wir aber haben. Das ist mir, glaube ich, wieder ein zu heftiger Ding. Fallen Star, das wird wieder eine 2-Fight-Mission sein und so. Das ist irgendwie nicht so meins. Nee. Lass mal sein. Lassen wir mal sein. Oh, sie haben das wieder eingenommen tatsächlich hier, der Oracle. Konnten unsere Leute nicht halten. Weil wir die Quest zum Halten nicht angenommen haben. Aber ist ja auch gerade nicht unser Ziel. Gehen wir nach Himmelsdorf. Vorbeischauen. Haben wir noch irgendwas zum Traden? Ne, gerade nicht, ne? Fürst Sandkai Company. Wo wollen die denn hin? Caravan Hand? 3 Sterne. in Inni. Der wird doch ein typischer Fencer, oder? Auch wenn er mit 104 anfängt, aber 3 Sterne ist halt schon sau viel. 104 ist eine Average Start. Und 107 Fatigues. Sollte eigentlich auch ganz gut sein. Ich glaube, der kriegt dann auch Nimble und Dodge und so ein Shit. Hm.
Was haben wir hier? Hier könnte man auch, einen Warbow kaufen für 4000. Ich hab vor allem schlechte Preise gerade. Hier die Aufgabe. 460 plus 120. Huntdown was Terrorist, das kann eigentlich nicht viel sein. Ja, Terrorized. Irgendwie Spuren. Crusade on the Hand, the Ancient City. Basically, must be brighter than ever now. The Oracle has fallen under control of the Southern. Okay, also die Südländer gewinnen tendenziell schon sehr viel. Muss man mal so sagen. Nachts, Sierra bei Nacht. Ich hätte die eigentlich ganz gern bei Tag. Oh Gott, ja, habe ich nicht geschafft. Es wird nur beim ersten Mal Autopost. Na gut. Ich hätte sie gerne weggesniped. Wir nehmen den Highground ein. Das ist ja doof. Ich hoffe, bei euch brauche ich keinen. Ruhig. Da kommt noch Stufe 2er, Stufe 2er. Stufe 3er? Nee, das ist ja Stufe 3er. Uch. Der wird eklig. Da wird man hier nur 500 für kriegen. Wir eh ran, ob sie wollen oder nicht. Kommen die zu uns. Haben wir schon mal einen down, aber der wird ja eh jetzt gefressen. Das ist vielleicht nicht ganz so smart gewesen. Von mir muss man mal ehrlich sagen. Muss man ja mal ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, hier oben ist ein bisschen mehr Party. Ich lasse mal, glaube ich, stehen einfach. Ich nehme noch eins hoch. Ja, genau. Das war nicht so smart von mir. Auch wenn wir jetzt ein weniger haben. Hätte man das vielleicht besser lösen können, sollen, tun. Oh, da kommen noch mehr. Ja, klar. Ich habe noch nicht alle gesehen. Eigentlich muss unser Stunner eine Stufe 3 ran, um den möglichst lange zu stunnen. Ehrlich gesagt. Das wäre ideal gewesen, wenn er dahin gegangen wäre. Warum treffe ich den einen besser als den anderen? Er wird geschnetzelt, was das Zeug hält. Oh, direkt zwei Leute. Nice, John. Nice, nice, nice. Guter Mann. Moment mal. Du wirst uns gefressen. Upsi. Sehr schöne Hits wieder. Alter. Wir haben, glaube ich, nicht so viel Bock mehr, ey, wenn die so wie hier zerstört werden. Ich habe inzwischen sehr, sehr gut Damage. Sehr gut, der Stunner nämlich dran. So, jetzt sollen wir alle drum, um ihn drum töten und ihn möglichst stunnen. Ich werde dich vielleicht schon mal kurz aufheben für eventuell ihn nappen. Das war vielleicht nicht ganz so smart. Er könnte auch fressen, ne? Aber ich glaube, ich krieg man nicht vorher tot. Ja, shit. Das ist jetzt ein Problem, so langsam. Da ist schon gefressen. Ach, scheiße.
Das ist doch shit. Das ist doch shit. Der ist auch Stufe 3, ne? Oh, scheiße, ey. Richtig schlecht. Richtig schlecht, was ich hier gemacht habe. Den Kleinen gekillt. Das ist nicht ganz so smart. Oh shit. Der Hund war vielleicht nicht die beste Wahl. Aber ich dachte mir, der Hund könnte ein bisschen ablenken. Hab ich jetzt aber nur. Vielleicht wird ja auch der Hund gefressen. So dachte ich mir so. Aber. Sieht schlecht aus gerade. Nope. Nicht der Hund wird gefressen. Komm schon. Jawohl, lass mein Dude wieder. Sehr schön. Leider hat er überlebt. Wir müssen, glaube ich, mal hier hochlaufen. Ja, ich kann doch nicht mehr angreifen, wo ich hin müsste. Geh mal da hin. Bleibst mal da. Ja, der Hund ist glaube ich jetzt dead. Yep. Der könnte jetzt auch noch gefressen werden. Der Hund ist glaube ich jetzt dead. So noch confident die Sau jetzt hier. Ah, ich komme nicht mehr. Ich komme den Schritt nicht hoch. Ich dachte, ich komme noch einen Schritt hoch, aber. Sieht schlecht aus. Hm, 30%. Ugh. 32 wenigstens. Ah, ist sogar ein Hit gemacht. Den jetzt mit 65 oder den mit 95? Ich glaube über den, oder? Mit der möglichst wenig Frist. Gerade nicht gestunt. Ja, du kommst ja nicht mehr hoch. Ich will meinen Dude wieder haben. ...45, dann dahin. Hier geblieben. Der will abhauen, ne? Die Sau. Ich will eiskalt abhauen. Absackt, ey. Okay, weiter kommen wir nicht. Die Leute jagen hier. Ratz. So. Schön die Stufe 3er gekillt. Und alle unsere Leute wieder geholt. Keine großen Verletzungen. Bisschen Level-Ups. Nice. Inzwischen kommen wir doch damit ganz gut zurecht. Es sind halt immer noch Nachtseherer. Ich hätte sie gern wieder am Tag angegriffen, aber das war halt nicht drin. So, du bist... Das da. Würde dir ganz gern das noch geben. Das geben, glaube ich. Hier hast du hier 79 und da steht... Ach ne, 98.
aber noch ein bisschen Melee-Skill, dass wir die 60 knacken, wäre schon ganz gut. Und dann Fearsome auch, dass du häufiger angreifst. Du hast nicht mal eine Speermasse, du hast nur gar keinen Waffenskill. Aber ich glaube, ich werde dich beim Speer lassen, weil sonst triffst du leider sehr, sehr wenig. So, Ravels. Mehr Treffen. Bisschen Resolve fixen. 3 bringt halt viel mehr als die Inni hochnehmen fürs Dodgen. Würde ich mal sagen. Haben wir den Footwork Skill schon? Ne, der kommt da unten. Dann geht man lieber durch Gifted, dass du mit nochmal besser triffst. So sind wir direkt fast 10 hochgekommen hier. Ne, plus 3, plus 4, let's go. Ja, dann bist du direkt schon auf 67, statt auf irgendwie kurz unter 60 Grad zu sein. Das war eine gute Quest. Ich dachte erst, es wird problematisch, aber war ganz okay. So, wir sind jetzt eure Preise. 17er Preise. Und hier so. Ja, 10% obendrauf ist ganz okay eigentlich. Warbow kaufen. Warbow kaufen. Wo ist er denn jetzt? Warbow? Da. Warbow. Für dich, damit du auch ordentlich Warbow Damage machen kannst. Hier dieses komische Axtlein könnt ihr behalten. Brauche ich nicht mit rumschleppen. Munition. Mal noch sicherheitshalber welche mit. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr, was wir irgendwie uns interessieren würde. Warnhand. Nee. Dazu müssen wir in den Süden, um über an die Schwerter ranzukommen. An die Fechtschwerter. Da sehe ich aktuell ein bisschen Problematik. Ehrlich gesagt. Oh, hier. Erstmal wieder saufen. We'll take you in if you don't make it back from the crusade. This is a good thing to know, right? Those guilder fanatics are dangerous a lot. Aha. So, hier haben wir jede Menge. Hier haben wir einen Tempel. Hier könnten wir Ben noch verarzten, aber das wird eh in ein bis zwei Tagen heilen. Die geschnittene Sehne, ein Armorer. Uff. Minus 840er Mercenary Guard. A well-crafted and hardened leather armor supported by a padded gambeser mit chainmail light to wear but very sturdy. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes für Nimble, weil sonst hast du ja den hier, den 80er. Hier hast du 140 für Nimble. Holy shit. Hätte ich gerne gehabt. Aber ich habe gerade kein Geld mehr dafür. Ich muss Geld für sowas sparen, eigentlich. Dann haben wir hier. 130 ist auch Himmelsdorfer, so ein Scheiß, oder? In Bergau. Das. Bergau ist ja nicht mehr so attraktiv, weil hier immer die Salzmine kaputt ist. Salzmine da unten immer kaputt. 1025 Hertz. Nach Granitschanze. Das wäre ganz okay. Das ist 1900 voll Tracks. Idol of Fatality. Das ist mit Sicherheit mit einem Untoten. Ich glaube, dann mache ich die mittlere erstmal. Ja. 1000 und noch was oben drauf, wenn wir es gut machen. Hört sich ganz nice an. Ich kenne wir schon und das ist eine Katastrophe. Den Hunter, das ist. Stimmt, das war der Tough. Plus 10 Hitpoints, ja super. Nice, nice, nice. Den Engelbert haben wir noch nicht getestet. Nomad. Outside his element in the dunes of the Southern Sands, but Radaman stands darkly tanned and gritting himself again. Aha, 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 aha. Gute HP. Schlechte Fatigue. Schlechte Resolve. Mittelprächtige Initiative, aber dafür 3 Sterne. Mit durchschnittliche Melee-Skill und ein Stern. Top-Range-Skill für seinen. Er hat für einen 9 Defense. Er startet auf 9 Defense direkt. 9 Melee Defense. Plus Dodge Nimble dann? Oder sowas? Oder Duelist? Keine Ahnung, Mann. Das ist ein Grave Digger, den will ich nicht haben.
Schade. 470 ist halt leider ein bisschen teuer, ey. Ein bisschen auf der teuren Seite. Wie sind sonst ja die Preise? 19. Wenn ich zum Beispiel mal einen von den Bögen verkaufen, weil ich ja brauche nur einen Ersatzbogen. Dann haben wir hier noch die Schwerterchen. Einen davon zu verkaufen. Hier noch so ein Zweihandschwert können wir verkaufen. Ein paar von den... Die ganzen 110er Rüstungen hier noch, ne? Ganz so viele brauchen wir hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Genauso auch hier wieder diese ganzen Gehirne. Haben auch wieder hoffentlich nicht so viele. Ja, let's go. You come across a young traveler on the road. His straw hat is turned inside out as though he meant for it to catch rain. He's got a walking stick with its end shaved to a ball to navigate muddy roads. When you get near, he straightens up and tends his hands on top of the staff. Oh, mercenaries, are ya? I'd avoid the forest if I were ya. They see... The trees roam those parts now. They don't do so in manners. But neither does a mother bear when it chows down on your balls for getting too close. It's a matter of nature, you know? Okay, sure. An enemy such as this shouldn't be taken lightly. Okay. Gibt wohl Schratz in den... Schratz und Bären in den Wäldern hier in der Gegend. Weil hier schon viel geklärt, ne, in dem Bereich immer wieder. Ich vermute, wir werden also nicht... Ach, wir kriegen Goblin Raider? Goblin Raider. Ah ja. Wolf Rider, Skirmishers, Ambushers. Ich würde mir gerne kriegen direkt. Kann ich nicht kriegen. Ich würde mal kurz mit dir abwarten. Die Wolfrider waren flankieren, ha? Huh? Sind wahrscheinlich relativ schnell. Den Highground hätte ich halt hier ganz gerne eigentlich. 42, 56. Aber ich geht's schon nicht mehr so gut. Bin immer noch mit ihm hier, glaube ich, komplett raufmoven. Yes! Gut gezielter Schuss, gut gezielter Schuss. Finde ich eine gute Option. Oder mit Rotfeder da oben drauf, das wäre auch okay für mich. Bis damit du mir mal nichts an den Kopf wirfst. Wir müssen ein bisschen auf die Wolfrider aufpassen, damit die uns nicht komplett umrennen, so wie ich das sehe. Ich glaube die... Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Geh mal hier rein. Und warte ein bisschen ab. Puh, der Damage. Ich glaube, ich hol dich mal hier runter, weil die Wolfrider werden, glaube ich, hier reinlunzen. Die haben ja Highground an, ne? Das ist natürlich eklig. %60. Alter Sonics. Kann man nichts sagen, Mann. Das ist einfach ein Sniper, Mann. Der hat sich den Dead-Eye-Titel aber hart verdient, ey. Jetzt mal einen Schritt nach oben. Weil hier unten kommen jetzt die Leute langsam. Du bleibst da stehen. Du bleibst auch da stehen. Ja. Jetzt geht eine Wolfrider da hoch. Ey, nicht... Beinerei, wird einfach gefangen hier. Aber den musst du holen. Da sind zwei, da sind zwei. Die beiden kann hoffentlich Xeli beschäftigen. 32,50.
Das ist ganz schön eklig, ey. Die ziehen dich übel auseinander. Mit ihren Tactics. Ja, 66. Erstmal eine Seite versuchen zu clearen, glaube ich. Wäre ganz smart. Oh, ihr blockt da für mich. Das ist aber sehr nett. Das ist aber sehr nett. Wir befreien dich mal. Wir gehen dann daran. Um einen von den Wolfridern aufzuhalten. Da lebt der Wolf noch. Der Typ drauf ist aber schon platt. Schön. Ich glaube, ich will euch erstmal bewegen hier in die Richtung so. Hallo Sono. Habe die Ehre. So, und du musst die jetzt aufhalten. Wunderschön. Ich hoffe, der hat eine super schöne Woche. So. Zack. Und damit. Was machen wir denn jetzt? Da bin ich halt direkt im Nahkampf. Ja, dann, let's go. Du marschierst hier durch. Muss immer zu weit laufen, ey, dammit. Yep, und du, ja, normales Gearbeite, ne? Das ist jetzt nicht so was krass Besonderes gewesen bei mir. Aber ich bin relativ zufrieden. Ich habe ein großes Ticket diese Woche fertig gemacht. Habe ich eine ganze Weile dran gearbeitet. Hoffe, das ist jetzt zufriedenstellend. Bin komplett. Wir haben ja eine webbasierte Anwendung für diese ganze Inventarskontrolle und wir haben ja gleichzeitig noch eine App. Und ich habe im Prinzip einen kompletten Arbeitsablauf, was es in der im Portal schon gibt, eine webbasierte Anwendung in die App übertragen. Top. Hey, kriege ich mal so auf. Nicht auf die Fresse, bitte. So ein Dill. Ja. Hab ich mir auch gedacht mit Nice. So. Stirb mal. Ach, come on. Der 70er hätte nicht trifft, ey. Nice. Das war gut. Immer auf zu schießen, bitte. So. Wollen wir mal den ganzen Quatsch hier. Und du gehst mal hier hinten rein, damit die auch aufhören zu schießen. Und du nimmst den. Du stunst den, jawohl. Also ja, bin relativ zufrieden. Das Spannende ist, dass wir sonst immer das Problem ist, die Kunden, also sonst unser Kunde, immer sehr lange braucht, bis es die Tickets abnimmt, ne? Wenn wir die fertig haben auf unserem Testserver, dass es teilweise 2 Wochen dauert und wir nichts von denen hören, bis die irgendwann sagen, jo, okay, passt. Diesmal war es aber so, ich habe das gestern Mittag ungefähr, habe ich das Ticket in den Status versetzt zum Testen. Und ich habe eine Stunde später eine E-Mail gekriegt, ob sie gestern Nachmittag noch anfangen können. Und ich habe so, what? Nee, Moment, stopp, da muss ich noch was tun. Also ich hatte wirklich tatsächlich noch Sachen zu tun, deswegen war das nicht ganz optimal. Oh, jetzt rennen sie alle. Haha! Deswegen hat das nicht so funktioniert, wie die das, glaube ich, sich gedacht hatten. Also war jedenfalls sehr witzig, dass sie super proaktiv waren, was das angeht. Wo sie sonst immer das ein bisschen warten lassen. Also inzwischen können wir, glaube ich, sehr, sehr gut unsere Duelle gewinnen, sag ich mal so. Sonics macht aber halt auch. Macht Work, holy shit. Und wir haben halt mit 3 Leuten, kann man dann ganz easy sehr, sehr viele inzwischen beschäftigen. Wenn sie nicht wegsteppen. Der war schon dran, ne? Ihr wollt wieder meinen Kill klauen, ihr Schweine. Ich merk's genau. Am Dienstag ruft man an. Ich habe schon lange ein Ticket erstellt. Was ist da los?
Nee, da wäre mir tatsächlich ein Prozess. Das ist bei uns nicht ganz so das Problem. Ich glaube, hier unten ist relativ safe. Deswegen gehen wir mal, glaube ich, einfach hier ein Stück weiter. Damit, ich wollte eigentlich runterwerfen. Muss halt so. Aber ja, das kenne ich auch, solche Sachen. Wenn es plötzlich heißt, haben wir es doch schon. Bei uns ist eher so die Idee von wegen, ne, ich habe ja gerade erzählt, ich habe eine Woche an dem letzten Ticket gearbeitet, Riesenticket. Und dann kommt so während der Woche so jeden zweiten Tag so, wir haben ja hier noch das, da haben wir schon mal ein Ticket vor einem Jahr erstellt. Können wir nicht das dort mit dran machen, weil das hat ja im weitesten Sinne ganz entfernt was damit zu tun. Und du bist ja gerade da dran und da müssen wir sich priorisieren. Und ich mir so, ich mache den Epic sowieso gerade an jedem Priorisierungsprozess vorbei. Es ist so angesagt worden, ich soll das Epic fertig, den Epic fertig machen, wo das Ticket dazugehört. Häng es an den Epic, mach ich es fertig. Kein Problem. Aber ich mach's jetzt nicht in dem Ticket mit. Ja, also da habe ich manchmal das Gefühl, die Leute denken irgendwie gar nicht nach. So. Oh, hätte ich gar nicht stunnen müssen, wenn du gerade. Sehr schön. Sacred macht wieder Arbeit. Hey, hier geblieben. Du Saubrotzen. Bleibst hier. Wollen es halt aber selber nicht machen, fertig machen, schätze ich. Nee, nee. Also wir sind ja die komplette Entwicklungsabteilung für unseren Kunden. Also es kann bei denen niemand machen. Also das ist... Es ist eher so ein... Sie müssen sich mit einer... Oh, scheiße. Sie müssen sich mit einer anderen Abteilung rumärgern. Oder mit dem Schreiben, mit dem anderen Kollegen. Achso. Nee, nee. Meine Kollegen haben andere Dinge zu tun. Die Kunden sagen zu uns, hey, kannst du das noch mit dabei machen, weil du bist ja schon gerade dran. Das sind nicht meine Kollegen, das sind die Kunden. Das ist eher das Problem, dass sie halt Dinge priorisieren müssten. Und dazu müssen sie mit jemandem reden, mit dem sie anscheinend nicht reden wollen. So ein bisschen. Und das ist ganz oft so, du machst ein, aber dafür schreibst du ja Tickets. Dafür schreibst du Tickets und hast einen Prozess, damit du halt nicht irgendwelche Scheiße nebenher machst und mit deinem eigentlichen Ticket nicht vorankommst. Ja, aber das ist dann irgendwie egal. Nice Shot. Old and Wise Man. Sacred hat Level 11 erreicht. Zum allerersten Mal in meinen Kampagnen hat irgendwas Level 11 erreicht. Sehr sick. Hier. Level 11. Das letzte Level Up, was einen Perk-Punkt bringt. 90 Miliske. Auch noch. Geil. Einfach geil. Was wollen wir noch? Das brauchen wir nicht, weil er hat eh gebrochenes. Moment, was war das? Defense und Initiative brauchen wir nicht leveln. Ja dann, dat. 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 I guess. Ja, Schwertmeister ist es vielleicht nicht ganz, obwohl er jetzt 90 Milli-Skill hat. Aber wir haben wieder Achievements gemacht. Hier geht neue Drucker installieren und da drin machst du dann auch so noch SQL-Server installieren. Aber wer soll dann wissen, dass es dort auch gemacht wurde? Ja, ja. Genau, sowas in der Richtung. Beziehungsweise kommst du halt vom Hundertste ins Tausendste. Ne, also du... Keine Ahnung, wir haben eine Inventarhaltung und irgendwie... Hey, wir machen Vorerfassung. Aber wenn du jetzt schon an der Vorerfassung dran bist, kannst dann... An der App, Vorerfassung, kannst dann im Portal noch schnell einen Report einbauen und... können wir nicht direkt noch einen Report hinten dran bauen, damit man auch eine Übersicht hat, aber das steht nicht in der Anforderung. Ja, aber wir haben hier schon ein neues Ticket gemacht. Das wollen wir sowieso haben. Kannst du nicht noch mitmachen? Nein! Weil sonst bin ich mit meinem Ticket nie fertig. Deswegen nicht. Das ist schon sehr witzig. Ja, genau. Ticket geben, alles gemacht oder komplett Lebensprojekt. Tatsächlich machen sie das. Also, den Epic, den ich jetzt mache... Den haben sie mal als ein Ticket geschrieben und ich glaube, wir haben den in
sechs oder sieben Tickets auseinandergenommen im Ursprungszustand, dann haben sie noch jede Menge Sachen dazu gemacht. Also sie schreiben Tickets so mit, ja, wir wollen das und das und das und das und das und dann hängt das irgendwie noch ein bisschen zusammen und wir wollen dann und das und wir wollen einen kompletten... Ja. Also das ist halt... Es ist schwierig. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Der hat keine INI, also ist Dodge Bullshit. Wir können Execution dann nehmen. Weil er macht ja schon... Ja, hat er noch mehr Damage. Doch, ich glaube, das wäre eine gute Idee, weil er macht selber ja relativ schnell Wunden mit seiner fetten Waffe. Wäre, glaube ich, Executioner ganz geil. Vor allem, wenn wir das dann haben, dann haben wir einfach super viel Damage. Ja, doch, da sehe ich. Ja. Ohne Student bis Level 11 gelevelt, Sacred. Let's go. Die anderen haben jetzt, die moderneren haben jetzt alle Students bei mir, damit sie schneller leveln, ne? Sacred OG. Aber ja, wir haben so Kundentickets, wo du gefühlt einen Roman kriegst. Die schreiben die Sachen teilweise in Word-Dokumente und kopieren sie nicht mal ins Ticket, sondern hängen das Word-Dokument einfach ans Ticket an und denkst dir so, yo geil, jetzt muss ich irgendwie 5 A4 Seiten lesen, was ihr irgendwie haben wollt, mit ein paar Screenshots dazwischen. Was ist das denn für eine Anforderung? Ja, aber das kriegen wir denen nicht, das kriegen wir denen irgendwie nicht erklärt. Aber achso, und wir haben keinen Product Owner übrigens bei denen. Also sie haben keinen Product Owner für uns. Ist alles ein bisschen problematisch. Alles ein bisschen problematisch. So, well supplied, nichts Spannendes. Oh, hier gibt's. Oh, hier gibt's richtig billig. Gib her. Alles meins. Richtig billig. Eine 2800er Waffe für 6000? Das sehe ich irgendwie nicht. Fighting Axe, One-Hand Axe. Gibt es irgendjemanden, der noch keinen Shield-Expert hat, den ich noch umbauen könnte auf was nicht Shield hat? Du. Alyosha können wir noch umbauen auf nicht Shield, aber du hast keine Melee. Das ist einfach nur Battleforge und viel. Du hast noch nicht mal eine Waffe. Doch, du hast einen Mace. Müsste man einen Two-Handed Mace geben, wenn dann. Gibt's ein Two-Handed Mace? Ja doch, dich da, ne? Ne, das ist ein Hammer. Ha! Kann der eigentlich 25% Chance Hit Head? Gibt's noch ein Noble-Schwert? 45 bis 50, ist doch besser. Und 20-85, ne? Ja, das ist noch eine Stufe höher als das Armix. So, vom Schwert gibt's 4 Stufen? Bin ich etwas überrascht. Aber wir haben das Geld dafür nicht. Und wie gesagt, wir haben auch keinen Two-Handed Mace. Oh, hier noch ein Fighting Spear. Den hätte ich auch ganz gerne. Dammit, wie ist denn hier der Preis zum Verkauf? Aber verkaufen kann man hier halt nichts. Nichts kann ich hier verkaufen, sinnvoll. Außer Sachen, die halt eh nicht viel wert sind. Wie eure komischen Gummelbögen hier. Oder diese komischen Schwerterchen. Ja, wir werden wohl mal ein paar Sachen erstmal reparieren müssen, bevor wir die weiterverkaufen. Schade. Hiding Speed ist gerade irgendwie zu teuer. Armorer haben wir jetzt gerade erst. Alter Schwede. 340 Kopfarmor. Yo! Ich special, das ist nicht, dass ich wüsste. Ich habe nicht geplant, mich zu schminken, ehrlich gesagt. Stand nicht auf meinem Programm, Sono. Sind wir ehrlich. Stand nicht auf meinem Programm. Und wir haben doch hier jemanden vorhin eine 200er Rüstung gekauft, oder? Ich? Nee, nur schon immer noch die 160er. Dammit! Wir hätten vorhin eine fette Rüstung gekauft. Wo ist unser ganzes Geld hin? Oh, der Warbow, der war so teuer. Auf meinem Programm steht jetzt Battle Brothers Stream bis Mittagessen. Oder bis ich keinen Bock mehr habe, besser gesagt. Dann Mittagessen.
dann Zeit mit Lumi machen, wo wir uns irgendwie abgesprochen haben, dass wir vielleicht ein bisschen zusammen und zusammenfinden, Magic-Karten bauen, ein Commander-Deck bauen. Um da auch mal wieder gegeneinander zu spielen und so. Und dann bis zum Abendbrot ungefähr. Und dann will Lumi streamen und ich mach wieder mein Ding. Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, aber so in die Richtung geht's. Achso, hier, Quests. Was haben wir hier für eine Quest? 3000, Conquer the Oracle. Ungünstig. Ach, Mann. Moment, hab ich eigentlich? Doch, der Nyushka hat einen. Ich weiß nicht, ob ich den Nyushka wirklich weiter auf dem werfen lassen soll. Nee, die Welt ist nicht unendlich groß. Das ist die maximale Größe. Also hier oben ist Ende. Ich kann hier nicht weiter nach oben. Und hier unten ist Ende. Hier an der Seite auch natürlich. Das ist die Welt. Die Welt ist nicht unendlich groß. Sonst wäre ich hier immer schön blöd, immer bei den gleichen Dörfern rumzuhängen. Oh, wir haben übrigens bald kein Essen mehr. Da bräuchten wir ein bisschen was. 197. Das ist, glaube ich, ganz okay. Die sind hier Verkaufspreis 19. Na, guck mal. Guck mal einer an. Mal ein paar Sachen loswerden. Hier haben wir ja noch Müll. Null. Gegengift. Ist glaube ich nichts Spannendes dabei gerade. Essen können wir hier glaube ich ganz gut kaufen. Mal Essen her. Ist ja voll doof. Spiel mal Minecraft, ist die Welt endlich groß. Ja, aber Minecraft hat eine ganz andere Spielmechanik und ich spiele sogar Minecraft tatsächlich ab und zu mal mit Lumi, aber das ist so einmal im Jahr spielen wir mal einen Nachmittag Minecraft. Wir kommen dann irgendwie nicht, beißen nicht so weit und dann ist irgendwann neue Version, neue Welt und dann ist irgendwie wieder alles hinfällig. 150 Crowns, 580 Job is done, Drive of Brigands. Okay. Ach komm, das ist ja am Arsch der Welt. Ja, aber ja, kommst weit. Ich versag ja. Das ist so 3-4 Stunden. Lumi hatte das Problem mit der Motion Sickness, auch bei Minecraft. Das ist ja eins der Knackpunkte dabei. Warum habe ich den hier eigentlich jetzt die ganze Zeit da unten? Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Motion ist es, glaube ich, aus. So. Haben wir irgendwo einen Lone Wolf? Nee, haben wir nicht. Aber wir kommen bei Nacht an. Deswegen ausgetauscht. Ben hat aber schon Dodge und Overwhelm. Aber die Innie ist ziemlich am Mist bei ihm noch. Hat er so wenig Innie? Oh fuck. Minus 7, minus 8. Minus 8, minus 10. I guess, der hat einfach zu viel Stuff dabei. Oder? Second. Moment, da muss ich hin. Warum hast du so wenig Inni? Doch. Du hast einfach nur 101. Hä? Ach, weil du Brain Damage hast, minus 25% Initiative. Das ist natürlich ein Problem, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich doof, wenn derjenige Dodge hat, ne? Da ist Brain Damage nicht mehr optimal, dann macht das ja wohl einen Unterschied aus in unserer Kampfstrategie. Ich glaube, es ist tatsächlich nur eine Gaming-Sickness. Es ist, glaube ich, der Disconnect zwischen was die Augen sehen und was das Mittelohr wahrnimmt bei ihr. Ich glaube, ich warte nochmal eine Runde. Also ich glaube, das ist bei ihr tatsächlich nur dieser Disconnect. You bring in Marksmen, some bring in Raiders. Also soweit ich weiß zumindest, ist es nur... Hört auf zu treffen. Und okay, Reflex. Ja, bestimmt. Hört sich so an. Kappa. Achso, er macht erstmal dazu, ja. Stecke ich mich hinter den Büschen. Hört sich gut an, ne?
Ermöglicht als Hirnstammreflex eine stabile visuelle Wahrnehmung und auch bei plötzlicher Kopfbewegung. Bei Kopfdrehung werden die Augen mit gleicher Geschwindigkeit in die gegensätzliche Richtung bewegt, sodass ein Objekt weiter fixiert werden kann. Das hat aber, glaube ich, also da sie wäre das nicht was, was eher das auslöst, wenn sie Flugkrankheit und Seekrankheit hätte? Also wäre das nicht ihr dritter Punkt? Und das hat sie ja nicht, so wirklich. Zum Shield One, da will ich nicht drauf werfen. trotz Shield Wall, ey, holy shit. Der ist aber jetzt gefährlich für ihn. Tatsächlich. Geht dabei darum, dass ein auf dem Bildschirm bewegtes Objekt nicht mit den Augen verfolgt wird, wie es normal wäre. Okay. Dann habe ich das missverstanden. Komm schon. Ach, dammit. Ist auch, hat sie gemeint, ist im Alter schlimmer geworden. Das hat sie früher nicht gehabt. Spannenderweise. Wo wollen wir ihn mal noch ein bisschen? Er ist dran, du bist dran. Wo wollen wir dich mal noch ein bisschen? Aua! Er haut trotzdem zurück, trotz Overwhelm, die Sau. Quelle Wikipedia. Na dann muss es ja stimmen. Wikipedia stimmt, stimmt ja, das wissen wir ja alle. Also, wissen wir ja wirklich alle, dass das stimmt. Gehst mal mit hier runter, glaube ich, und hilfst darf. Nee, das war eine dumme Idee, der haut ja über ihn drüber. Oh no, shit. Der könnte jetzt einfach tot sein, wenn wir Pech haben. Das war nicht smart von mir. Weiß nicht, ob der gerade schon dran war. Zack. Angeworfen. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, sie mögen das nicht, wenn sie so vorne stehen. Würde ich mal schätzen, hoffen. Aua. Es spielt einfach in beide rein, die Sau. Mit dem Rumwechseln finde ich irgendwie kacke. Ja, ich sage, das war nicht optimal. Guten Tag. Ähm, 37. So, haben wir die platt. Du bist gefährlicher mit deiner Zweihandwaffe da. Deswegen defendest du mal und overwhelmst den. So, seid ihr alle down. Guten Tag. Laufen wir mal hier durch. Frontline. Ach, das zählt als Hindernis. Ugh. Guten Tag. Herr Fernkämpfer. Wie sieht's denn so aus mit Ihnen? Nice. Der will duellieren. Ha! Denkste, kannst mich mal. Duellieren will der sich. Den davor getroffen. Tja, dumm gelaufen, mein Freund. Würde ich mal behaupten. Du machst den mal platt, sehr schön. Das rennt er auch. Auch keine Lust mehr. Batz.
Wir verprügeln ihn einfach. Moment, hier haben wir noch jemanden in Reichweite. Erstmal den. So weit kommen wir nicht. Ich glaube, von hier aus dürfen wir ihn noch nicht angreifen. Schade. Aber du darfst ihn noch angreifen. Zack! Nice. Free XP. Und Loot. Silbersachen. Moment, den nehmen wir auch noch mit, ne? Ja, weil wir hier die Sachen dann. Okay. Sehr schön. Ich habe einfach nochmal fast so viel Gold obendrauf an Wert. Sachen. Oh, jetzt haben wir halt hier wieder. Das wollen wir wieder reparieren. Das wollen wir reparieren. Das wollen wir reparieren. Dich ja, dich nein. Oh. Let's go. Brauch halt wieder jetzt jede Menge Kohle. Müssen uns mal richtig fette Ausrüstung besorgen, langsam. Der Struggle nach oben. Oh, wir hätten vielleicht das Holz kaufen sollen, nachdem sie keine Ambush Trade Routes mehr haben. War vielleicht nicht ganz so smart von mir. Naja. Immer noch nur ein 13er Preis, also. Der Preis ist scheiß. Hunter und Webknecht. Okay, machen wir das auch noch. Da sind Webknechts. Habe ich eigentlich mein Lowbob noch drin hier? Oh. Minus Range Skill. Dann erholst du dich erstmal. Mein Lowy Low. Sind die scheiß Viecher denn hingerannt? What? Na, 16 Webknechts. Gib mir. Hier geblieben, ihr Webknechts, ihr fiesen Möpses. Wir scheinen nicht überrascht zu sein. Wir stehen nämlich in Formation. Das ist ja ganz geil. Hätten wieder Gegengift einpacken sollen gegen Webknechts. Und unsere Speeri-Dudes sollten ordentlich am Rand stehen. Hier können wir natürlich gut dicht machen, ne? Und hier eigentlich auch. Ähm. 42, 56. Gerade. 74. Ja. Hier kommen wir nicht durch, ne? Ich komme nur hier oben durch und hier durch gerade. Wenn ich hier hingehe, müssten sie versuchen, sich hier hin zu steppen, dann kann der einen Spearwall machen. Schade, ein 73er verkackt. Schade. Spearwall, that shit. Weil das eigentlich Quatsch ist, weil die am Anfang immer nur einnetzen. So, die Spearwalls auch. Sagen, du wartest einfach. Du kannst mal ein paar Leute abwerfen hier. Schön. Nice. Nicht gut. Wir machen hier noch dicht. Zack. Zack. Du lädst nochmal nach. Oben kommt, glaube ich, mehr, deswegen gehen wir hier einen Schritt nach oben. Okay, er geht schon mal nicht auf den Spear Wall. Natürlich ein bisschen schade. Junge, vermeidet es aber auch komplett. Ihr seid gar nicht mehr so doof. So von wegen einfach reinlaufen und so. Das ist ja gemein. Die KI bearbeitet haben, dann will ich ja gar nicht mehr Spear Wall, wenn die dann komplett außen rumrennen. Weil dann gehen die ja gleich auf meine Backliner. Was soll denn der Shit? Muss ich meinen Backline jetzt hier in meine Leute reinholen? Zack. Zack. Leute befreien. Hier in der First Line stehen. Ich glaube, ich werde hier oben mithelfen müssen. Mit dem. Ah, ich dachte, der stirbt da.
ziemlich safe. Sehr schön. Nochmal so. Ja, wie machen wir jetzt denn das mit dem Werfen? Schade. Dann wartest du, glaube ich, einfach mal eine Runde. Du machst den Move. Ja, kommt ran an meine Leute. Kommt ran. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Das sollte hoffentlich noch okay sein. Ah! Arschkeks. So. Muss mal dahin mitgehen und hier mithelfen. Schade. Damit. Damit. Mit so. Ich würde sogar nochmal zuhauen. Rein und zuhauen hier. So. Okay, das wird nix. Du musst doch wieder unten wieder mithelfen, Sacred. Alter, zwei Leute. Jean. Tier. Kannst einfach so stehen bleiben. Hm. Das lief ja nicht so gut. Schatz, gestunt. Nice. Holy shit, ey. Wir räumen so hart auf hier. Oh, da kommen noch mehr. Achso, ja, die haben wahrscheinlich noch Eier, logisch. Ja, Spinnen. Ja, spinn ruhig ein. Versucht es. Gefühl, das nützt euch nicht so viel. Befreien. So, komm doch ran von da drüben. Komm doch her. So, dich befreien wir hier oben noch. Ja, nee, wollen dich wirklich befreien. So, ihr seid auch down. Ja, geköpft. Let's go. Schade, kein Hit. Befreien. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Hier runter können wir auf sie hauen. Jawollo! Einfach die Range, du seht, das 90er Hitchance ist so krass. 90er Hitchance mit ordentlich Damage obendrauf. Ah, Sepp, also. Das ist nicht deine Runde. Sind wir mal ehrlich. Finden hier noch Eier. Eier, wir wollen Eier. Da sind noch Eier. Let's go auf die Eier. Da sind auch noch Eier. Auf geht's. Auf die Eier, fertig, los. Gut, das sind nur zwei Eier. Ja, guck mal einer an, ey. Zwei Eier hier. Komm ich nicht in Reichweite. Das ist natürlich blöd. Ich geh jetzt mal mit hier unten. Guck mal hier oben irgendwo rum, ob da noch was ist. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, ja, let's go. Immer schön in die Richtung. Oh, guck mal, können wir so noch eine Spinne mehr. Hallo, Spinnchen. Oh, guck mal, eine Spinne raus. Das ist jetzt ungünstig.
Das ist ja jetzt ein bisschen ungünstig. 34. Ha! War ein Hit. Glaub, da oben ist erkundet. Overwhelm that shit. Ist mit dem eingebaut, gefällt mir jetzt nicht so sehr. Also da, ja, da war ja Platz. Ja, ich bin natürlich nicht so smart. Guten Tag. Er kann zuhören und sich befreien. Das ist schon ziemlich krass. Ich will nicht wieder meine eigenen Leute in den Rücken schießen. Das lassen wir mal bitte sein. Soll ich denn die nicht treffen? Hä? Weird. Komische Sache, das. Okay. Dann befreien. Nee, noch einen Schritt ran. Jetzt, zack. Sehr schön. So, alles geklärt. Wieder schön entspannte 100 XP. Geil. Nichts Spannendes bekommen dafür. Keine Level-Ups. Doch ein Level-Up. Sono hat ein Level-Up. Guck mal, Sono der Dritte. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Das ist ein Dodger. Dann wollen wir hier das hoch haben. Wir wollen die 4 HP auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde sagen, wir wollen die 2 Defense auch mitnehmen. Ja, er lebt noch. Was geben wir ihnen denn jetzt? Du hast auch noch keine. Du hast Shield Expert leider schon. Das heißt, du musst einen Einhand nehmen. Bleiben dann beim Einhand Hammer. Bis jetzt ist aber eigentlich ordentlich reingeknatscht, aber ich benutze halt die Fähigkeit davon nicht. Von daher würde ich dir, glaube ich, lieber einen Einhand-Stun-Waffe geben, würde ich sagen, anstatt einen Einhand-Hammer. Ist halt nicht ganz so effektiv gegen Rüstung. Macht aber dafür Base-Damage mehr. Und hat immer noch eine, glaube ich, eine okaye Effektivität gegen Rüstungen.